Hallo. Heute mal ein kleines ernstes Thema, also keine Angst, man muss jetzt nicht zum Heulen anfangen, aber ich frage mich, gibt es noch andere Paw Patrol Furries oder Fursuiter? Ich bin irgendwie gefühlt momentan der Einzigste. Ich habe auf Furfinity, wer nicht weiß, was das ist, Link ist unten in der Beschreibung. Aber liebe Kinder, nicht ohne eure Eltern da reingucken, ja? Nein, Spaß beiseite. Habe ich schon die Rubrik oder den Hashtag Paw Patrol Furs entdeckt. Also es gibt Furries, die sind auch Fans von der Paw Patrol oder von den Figuren. Und so nebenbei bemerkt, Marshall ist schon sehr beliebt. Ist ja auch verständlich, oder? Aber ich habe irgendwie noch keine Paw Patrol Fursuiter gesehen. Klar, es gibt die Paw Patrol Live Show und man nennt das auch in Amerika nicht Fursuit, sondern Maskottchen oder Mascot oder Kostüm. Da gibt es übrigens auch Unterschiede, zum Beispiel das Cosplay. Da werden dann Figuren aus Spielen oder aus Mangas oder aus Serien nachgestellt. Das müssen übrigens nicht anthropomorphe Wesen sein. Das können auch menschliche Wesen sein. Ich bin ein bisschen aus der Puste. Morgensport eben. Ja, so ein Feuerwehrhund muss eben fit sein. Deswegen, es gibt Leute, die bringen da manchmal etwas durcheinander. Und dann gibt es die Furries, die eine eigene Fursona haben. Meistens eine erfundene Fursona. Und dazu sich dann ein Fursuit machen lassen. Es gibt aber auch Furries, die haben ein Fursuit zu einer Figur, die es schon gibt. Ich habe zum Beispiel in Berlin auf der Euroforens einen unglaublich tollen ohne Zahn gesehen. Da war bis 1:1 bis ins letzte Detail, hat er wirklich ausgesehen, wie der ohne Zahn aus Drachenzähm leicht gemacht. Und da kann man sich jetzt streiten, ist das jetzt eine Persona, wenn es noch um eine Figur geht, die es auch gibt, auch Copyright geschützt ist oder nicht. Und genauso ist es auch bei Paw Patrol. Ich glaube, Paw Patrol ist vielleicht für manche eine Hemmschwelle, weil es eine Kinderserie ist. Ist aber My Little Pony auch. Und es gibt eine große Bronies-Bewegung. Ja? Deswegen frage ich mich, wo sind die Paw Patrol Furries und die Suiter? Ich habe ja schon Suits bzw. Maskottchen Kostüme von der Paw Patrol gesehen. Und ja, die sind ganz nett, gell? Aber irgendwie, ja, das sind eben keine Furries oder Fursuiter, sondern das sind eben Leute im Kostüm, die eine Show machen. Ja, genauso wie die Suiter in Disneyland. Grüße gehen raus an Max Goofy. Das sind natürlich, da können auch Furries und professionelle Fursuiter dabei sein. Ich kenne zum Beispiel einen Fursuiter, der hat in Orlando gearbeitet, in Disneyland. Ich weiß auch nicht mehr, was der für eine Figur da dargestellt hat. Weiß ich nicht mehr. Weil die... Ist es noch dran? Ja, weil es mich was abgerissen. Weil die Parkbetreiber, die suchen natürlich Leute, wo es stundenlang in einem Kostüm auch aushalten. Ne? Schreibt mal in die Kommentare, seid ihr selbst Furry oder eher Paw Patrol Fan? Oder habt ihr schon mal Furries gesehen, die einen Paw Patrol Charakter als Persona haben? Würde mich mal interessieren. Ja. Würde mich mal interessieren. Und ja, wir sehen uns. Hier wird mir jetzt gerade ganz schön warm, aber ich will jetzt meine Weste nicht wieder ausziehen. Egal. Ich plapper nur noch. Ich bin eben Marshall und bin ein bisschen... Heutzutage sagt man ja, oh, der ist Lost. Aber Lost ist ja eine richtig gute Fernsehsendung gewesen und Lost hat ja verloren. Ich sag lieber, ich bin ein bisschen tollpatschig. Ja? Also, macht's gut und wir sehen uns und wir riechen uns und wir... Ja, wir riechen uns, nee. Es wird Zeit fürs Wochenende. Ja, macht's gut und...